Ein guter Tag beginnt mit dem Vormittag am Meer, aber meine Pause ist jetzt leider vorbei, denn ihr habt eingeschaltet. Vielen Dank dafür. Es geht natürlich nicht um Meer und Urlaub in diesem Video, sondern um ein Auto. In eben jenes gehört auch dieser Sitz hinein und ich darf mir jetzt, nachdem ich den Sitz wieder eingebaut habe, heute mit und für euch den brandneuen Dacia Jogger ansehen. Nach dem Sandero ist der Dacia Jogger der zweite Dacia, der auf der CMF-B genannten Plattform der Renault-Nissan-Mitsubishi-Allianz steht. Und er teilt sich auch weitestgehend die Komponenten mit dem Sandero. Das sehen wir schon an der Front, der Grill mit den breiten LED-Scheinwerfern, mit dieser LED-Tagfahrlichtspange, die ein Y beschreibt. Und auch die Motorhaube mit ihren Ausbuchtungen. Da entspricht er 1:1 dem Sandero und da vor allem dem Sandero Stepway, der rustikalen Variante mit Offroad-Optik, denn das bringt auch der Dacia Jogger mit. Nicht nur hier als Top-Variante, Extreme und Extreme Plus, wie wir ihn hier sehen, sondern auch, gehen wir mal hier rüber, hier sehen wir das Komfort-Modell, also die zweite von vier Ausstattungslinien. Da hat er auch schon die Radläufe und dann hier so eine Dekorbeklebung, die den Jogger so ein bisschen ja, Crossover-mäßig aussehen lässt. Denn was ist er eigentlich? Ist es der Sandero Kombi? Nicht wirklich. Er ist wesentlich höher, 1,63 Meter ist er hoch. Man sieht dann hier auch so einen Knick in der Dachlinie. Das betont eben auch die Höhe des Autos dann nach hinten. Ist er ein SUV? Nein, dafür gibt es bei Dacia ja den Duster. Also ist er eben schon so eine Mischung aus beidem. Ein gutes Familienauto, was mit seiner Optik auch am Heck mit der steilen Scheibe und den senkrechten Heckleuchten so ein bisschen an gute alte Volvo-Zeiten erinnert. 4,55 Meter ist er lang, der Jogger, damit also schon noch kompakt genug, nicht irgendwie die Klassengrenzen zu sprengen und trotzdem soll er innen extrem viel Platz bieten und das gelingt zum Beispiel auch bei der Wahl der Siebensitzer-Version. Die sieben Sitze gibt es für alle Ausstattungsvarianten des Dacia Jogger optional zu kaufen. 800 Euro kostet das Aufpreis, zu den Preisen dann später mehr. Und damit will er eben auch Kunden bedienen, die bisher den Dacia Logi gefahren haben, den Van, den gibt es nicht mehr. Und den soll er eben ablösen und auch natürlich den Logan MCV. Wenn jetzt hier volle Bestuhlung an Bord ist, dann verkleinert sich naturgemäß der Kofferraum. 160 Liter stehen dann noch zur Verfügung hinter der Heckklappe, die für große Menschen wie mich gerade so hoch genug aufgeht. 1,92 bin ich groß. Das passt dann schon. Und jetzt kann es aber sein, dass ich vielleicht nicht immer die Freunde der Kinder mit zum Fußballtraining fahren will. Dann kann ich die Sitze hier hinten entweder umklappen und habe dann hier ein bisschen einen größeren Kofferraum. Ich kann aber auch, da muss ich jetzt hier diese eingelegte Kofferraumwanne, die wir hier drin haben, die könnte man aber auch natürlich rausnehmen, zur Seite schieben. Und dann kann ich die Sitze zum einen gegen die Rücksitzbank falten. Dann haben wir 595 Liter Laderaum. Oder ich kann sie auch rausnehmen, das habt ihr gerade gesehen. Ich hatte ihn draußen. Unter 10 Kilo wiegt ein so ein Sitz übrigens. Also das kann echt fast jeder machen. Ich mache dann hier noch zwei Ösen weg, der Sitz kommt raus und dann haben wir über 600 Liter Laderaum. Das ist schon ordentlich. Wenn wir jetzt hier mal reinschauen in die Seitenverkleidung, dann sehen wir natürlich hier die Gurte für die Passagiere in der dritten Reihe, einen Haken, um Einkaufstaschen aufzuhängen und eine 12-Volt-Steckdose. Außerdem Ausstellfenster beim Siebensitzer, damit hier hinten auch Frischluft reinkommt, denn es gibt dann keine Lüftungsausströmer. Wenn wir jetzt hier mal ins Dach schauen, dann sehen wir leider, dass da der Rotstift regiert hat. Bei einem Kombi, der ja viel Ladung schlucken soll und will, finde ich, sollte man nicht auf Netztrennwandmöglichkeiten verzichten. Also hier sind leider keine Ösen oben im Dach, um ein entsprechendes Netz festzumachen. Da muss man dann im Zubehör eben so ein Gitter kaufen, um dann Ladung oder auch zum Beispiel Tiere wie einen Hund zu schützen. Serienmäßig ab der zweiten Linie Komfort, das ist eben der silberne, der da hinten steht, ist eine modulare Dachreling und das ist dann schon ein ganz schlaues Teil, denn ich muss nicht extra Querträger kaufen und die in der Garage lagern, sofern ich denn eine Garage habe. Wir sehen also hier die rustikale Dachreling am Auto und
An beiden Enden sind dann Schrauben zu lösen. Wir haben jetzt leider das entsprechende Werkzeug nicht dabei. Aber dann kann ich eben diese Träger quer übers Auto spannen, drüben wieder festschrauben. Und dann habe ich die Querträger, um dann mein Sportgerät, eine Gepäckbrücke oder was auch immer, dann hier auf dem Dach noch mitzunehmen. Wenn das nicht reicht, dann stehen auch noch 1200 Kilogramm Anhängelast zur Verfügung. Ob dann das Motörchen im Auto Gepäck, Leute und Anhänger ziehen kann, das bleibt die Frage. Denn es gibt den Dacia Jogger zum Start mit zwei Motoren. Wir haben einen Dreizylinder Benziner TCE 110 mit, ihr ahnt es schon, 110 PS und 6 Gang Schaltgetriebe. So steht der hier. Das Auto, das hier steht, ist die zweite Motorvariante. Das ist der EcoG genannte Jogger mit 100 PS. Das ist der gleiche Benziner. Der hat aber zusätzlich zum 50 Liter Benzintank auch noch einen 40 Liter Autogastank, kann dann eben bivalent mit Benzin und Autogas fahren. 2023 soll noch ein Hybrid kommen. Das wird dann auch der einzige Jogger mit Automatikgetriebe. Und das ist der Vollhybrid aus dem Renault Clio. Dazu gibt es ja schon ein Video, das verlinke ich natürlich unten. Das heißt, wir haben einen Benziner, 1,6 Liter, zwei Elektromotoren, davon einer als Generator, einer als Antriebsmotor und ein Multimode-Getriebe. Und das wird dann ein Vollhybrid, der eben nächstes Jahr auf den Markt kommt. Da machen wir dann aber noch mal extra Lärm zum Hybrid, wie auch der Lärm im Hintergrund leider nicht zu vermeiden ist. Es tut mir leid. Wir schauen uns jetzt natürlich das Auto mal innen ausführlich an und auch, wie man hinten sitzen kann. Die Türen hinten sind sehr groß. Man kommt gut rein. Schuhe abklopfen, weil wir hier am Sand sind, dass nicht zu viel Schmutz ins Auto kommt. Ganz hinten sitzen erspare ich euch jetzt mal. Ich bin 1,92 groß. Die Sitze 6 und 7 sind auch hier für Kinder geeignet. Das wäre menschenunwürdiges Origami. Ich bleibe jetzt gleich hier hinten sitzen. Da kann man dann einigermaßen komfortabel sitzen. Die Kniefreiheit, ich habe den Fahrersitz auf meine Größe eingestellt, ist dann so am Limit. Was dann großen Menschen nichts bringt, sind die Tische hier. Je nach Ausstattung sind die dann serienmäßig hier eben im Topmodell. Kann man dann hochklappen, aber wenn ich jetzt hier sitze, müsste ich schon die Beine so weit auseinander machen und dann kriege ich die Beine nicht mehr unter den Tisch. Also das lasse ich jetzt mal. Wir haben drei ausgeformte Sitze in Sachen der Seitenwangen. Das bringt auch den Effekt, dass obwohl es hier eine Sitzbank ist, ich zu nah an der Tür außen sitze, wie in einem Van. Also auch bei großen Vans, so wie dem S-Max und so, dann kuschelt man hier mit dem harten Kunststoff der Türverkleidung. Und die Schulterfreiheit bei drei erwachsenen Personen, die dürfte dann auch ein bisschen unzureichend sein. Mit zwei Kindern passt es hier aber hervorragend. Die Rücksitzbank ist höher als die Vordersitze. Die ganz hinteren Sitze sind übrigens noch mal höher, also so eine Kino- oder Hörsaalbestuhlung. Das heißt, man hat dann eine ganz gute Aussicht. Mit der Kopffreiheit passt es auch mehr als gut hier in meiner Größe. Und wenn die Kinder kleiner sind, dann sitzen die auf Sitzen mit hoffentlich Isofix-Bügeln. Die sind hier offen liegend, aber ganz gut erreichbar. Eine 12-Volt-Steckdose haben wir immerhin hier im Fond, aber keine USB-Anschlüsse und auch keine Lüftungsdüsen. Deswegen dann eben hinten auch die Ausstellfenster, die ich zeigte, für die dritte Sitzreihe. Schauen wir noch in die Türverkleidung. Da zeigt auch, dass der Jogger natürlich ein Dacia ist. Das heißt, wir haben viel harten Kunststoff. Da wird auch gar nicht irgendwie versucht, was aufzurüschen oder aufzuschönen. Und große Türtaschen. Zwar ohne Filz, klar, ist eben ein Budget-Auto, aber mehr als nur das Flaschenhalterchen, das sonst in Autos drin ist. Dennoch müssen die Getränke irgendwie da ihren Platz finden, denn andere Becherhalter oder eine Mittelarmlehne gibt es hier auch nicht. Dafür Haltegriffe, die in vielen Autos weggespart werden, mit kleinen Haken, um Jacken aufzuhängen. Ich hänge keine Jacke auf, sondern setze mich nach vorne ins Cockpit und ihr kommt mit. Vorne sitzt man auf relativ weichen Sitzen, für mich als großer und schwerer Mensch auch zu weich, wie ich finde. Und die Sitzfläche ist so ein bisschen zu stark nach vorne geneigt. Das hat dann so eine leicht froschhaltige Sitzposition zur Folge. Die manuelle Einstellmöglichkeit, die ist groß genug. Man kann den Sitz auch in der Höhe einstellen und das Lenkrad in der Weite und in der Höhe. Ich finde aber für mich als Langbein den Fußraum zu knapp, deswegen drückt dann mein rechtes Bein immer gegen die Mittelkonsole. Abhilfe würde schaffen, den Sitz weiter nach hinten zu stellen, dann ist das Lenkrad aber zu weit weg. Also ganz ideal ist es nicht. Schauen wir auch hier in die Türverkleidung und da zeigt sich der
Jogger auch wieder je nach Ausstattung deutlich hübscher als hinten, denn wir haben diese Stoffeinlage in der Tür und auch im Armaturenbrett. Das ist ab der Komfortausstattung dann Teil der Serienausstattung. Viele Hersteller verkaufen das vor allem bei den neuen E-Autos als Innovation, der vegane Innenraum, wo auch das Lenkrad dann eine Lederoptik hat. Bei Dacia ist es auch so, aber hier natürlich einfach aus Kostengründen. Also ist der Innenraum auch vegan. Diese Stoffbahn aus den Türen zieht sich auch hier quer bei den Instrumententräger und das finde ich ein relativ simples, aber sehr, sehr wirkungsvolles Element, um das alles hier aufzuhübschen, denn wir haben sonst viel harten Kunststoff. Das stört aber nicht, denn mit dieser Stoffbahn sieht das echt schick aus, sagte ich ja auch schon beim Sandero, dem dieses Cockpit auch 1:1 entspricht. Hinter dem Vierspeichenlenkrad mit Multifunktionstasten für die Geschwindigkeitsregelanlage haben wir analoge Rundinstrumente. Hier in der Mitte ist ein kleines monochromes Display, da kann ich dann umschalten zwischen Bordcomputer-Angaben und dann hier noch diversen Fahrzeuginformationen. Das war es auch dann schon. Für die Multimedia-Ausstattung gibt es drei verschiedene Optionen. Im Basismodell ist hier eine kleine Halterung für das Smartphone drin und ich kann dann eben das Smartphone als mein Musikgerät nutzen. Dann gibt es das Media Display mit 8 Zoll, so sieht es aus. Da ist dann auch Apple CarPlay und Android Auto mit drin, mit so einer Smartphone-Halterung, die aber nur bei den beiden Top-Ausstattungen Extreme und Extreme Plus dann hier mit dabei ist. Und ich habe jetzt hier mein iPhone reingestöpselt in diese Halterung, dann ist das aufgeräumt. Ich kann dann eben die App, die Navigations-App des Smartphones hier spiegeln und im Extreme und Extreme Plus mit dem Media Nav-System, das ist das hier mit werkseitig eingebauter Navigationslösung. Das sehen wir hier, bräuchte man eigentlich nicht, denn man kann es vom Smartphone nutzen. Da wäre dann der Vorteil, dass nur hier aber kabellos auch Apple CarPlay möglich ist. Stört aber nicht, denn hier hinter dem Handy ist dann schon der USB-Anschluss. Ist jetzt ein bisschen versteckt und da kann man dann das Kabel schon auch ganz gut verstecken. Ansonsten haben wir hier eben Lüftungsdüsen, eine Tastenleiste für die Sitzheizung, die für mich schon der Grund wäre, zum Extreme zu greifen, denn nur beim Extreme gibt es die Sitzheizung dann optional für 200 Euro Aufpreis, zweistufig für Fahrer und Beifahrer. Und hier unten sehen wir dann die Bedienelemente für die Klimaautomatik mit großen Drehreglern. Einen USB-Anschluss haben wir hier unten auch und einen 12-Volt-Anschluss. Ein Ablagefach, aber keine induktive Ladeschale für das Smartphone. Hier ist der Schalthebel für das 6-Gang-Schaltgetriebe und mein Arm ruht hier auf einer Mittelarmlehne mit Ablagefach. Auch die gehört zu Extreme und Extreme Plus. Ich sitze auf Sitzen mit Stoffbezügen. Also alles ganz brauchbar und wie ich finde, nett gestaltet, eine gute und vor allem eine zielgruppengerechte Infotainment-Multimedia-Lösung. Wenn die Sitzposition hier vorne ein bisschen besser wäre, wäre alles wunderbar. Hier ist der Startknopf, den drücke ich jetzt und wir starten zur Probefahrt. Meine ersten Testfahrten mit dem Dacia Jogger finden hier an der Côte d'Azur statt. Das heißt viel bebauter Raum, Ortsdurchfahrten, kurze Landstraßenabschnitte und Temposchwellen. Auf der Autobahn war ich auch kurz unterwegs. Da kann ich schon ganz guten ersten Eindruck vom Auto erlangen. Der Dreizylinder-Benziner mit 110 PS entwickelt ein maximales Drehmoment von 200 Newtonmetern. Ich bin jetzt hier im dritten Gang, Tempo 50, überhole einen Fahrradfahrer. Da ist dann schon ausreichend Kraft da, sofern das Auto nicht voll beladen ist, dann wird es, glaube ich, schon ein bisschen zäher werden. Das Fahrwerk ist komfortabel, das heißt, so eben Temposchwellen, Schlaglöcher und so werden ganz gut weggebügelt. Gleichzeitig wankt das Auto oder neigt sich dann schon stark hier zur Seite in den Kurven, zeigt also auch damit, ich bin kein Sportler, sondern will natürlich der praktische Lastesel sein für die Familie mit Freunden und viel Gepäck. 183 km/h ist die Höchstgeschwindigkeit laut Datenblatt auf der deutschen Autobahn. Können wir natürlich hier in Frankreich nicht ausprobieren. Und jetzt haben wir hier einen kurzen Ampelstopp hingelegt. Erster Gang. Vom Anfahrverhalten hört man natürlich den Motor dann, den Dreizylinder-Sound, ganz klar. Aber man kommt schon gut vom Fleck und
Also Antrieb passt, Fahrwerk passt auch, finde ich. Die Sitzposition ist mit dem nach vorne geneigten Sitz für mich nicht ideal und schmälert dann doch die Fahrfreude im Jogger, für mich zumindest, schon ein bisschen. Was ich mir auch noch wünschen würde, wäre das CVT-Getriebe aus dem Sandero. Das Video verlinke ich unten. Dort ist es lieferbar als TCE 90. Hier haben wir nur die manuelle Schaltbox. Und ich finde, gerade so als Familienauto, wo man dann auch oft in der Stadt unterwegs ist, die Kinder irgendwo hinkarrt, wäre dann eine Automatik schon die komfortablere und bessere Lösung. Ab 13.990 Euro gibt es den Dacia Jogger. Das ist echt ein fairer Preis für den Essential genannten Basis-Kombi-Crossover-Van, wie auch immer. Die günstigere Motorvariante ist übrigens das Autogas-Modell mit 100 PS. Das ist der Preis dafür. 500 Euro mehr kostet der TCE 110. Hier haben wir das Top-of-Line-Modell stehen. Das ist der Extreme Plus als Siebensitzer mit Sitzheizung vorne, Navigationssystem, schwarzen Leichtmetallfelgen, Einparkhilfe hinten und so weiter und so fort. Der kostet 18.790 Euro mit allem drin. Das ist ein fairer Preis, der auch dann nicht schade werden lässt, dass es bei Dacia keine Rabatte gibt im Gegensatz zu anderen Autoherstellern. Das einzige Extra, was jetzt hier dabei ist, ist die Metallic-Lackierung in dem Terracotta-Braun, so heißt die Farbe, für 650 Euro. Was ist meine Meinung zum Auto? Ich finde das Konzept super. Wir haben ein relativ kompaktes Auto mit viel Platz. 4,55 Meter lang ist er ja, hatte ich gesagt. Und ich kann hier bis zu 7 Leute einladen und viel Gepäck. Ich finde es gut, wie unaufgeregt das Auto ist und trotzdem nicht zu spartanisch wirkt. Das hatte ich ja auch beim Sandero schon gesagt, eben schön mit diesen Stoffbahnen im Innenraum. Es muss dann gar nicht das Topmodell sein, da wird dann auch so ein gut ausgestatteter Komfort reichen. Für mich persönlich müsste es aber mindestens der Extreme sein, denn ich brauche unbedingt eine Sitzheizung. Und die gibt es dann nur da gegen Aufpreis oder beim Extreme Plus dann serienmäßig. Schade ist die Sitzposition vorne, die für Menschen in meiner Größe bei langen Strecken oder auch mittellangen Strecken dann nichts mehr ist. Das finde ich sehr schade. Und der Benzinverbrauch, der ist jetzt hier beim TCE 100 auf meinen ersten Testfahrten. Wir waren viel in der Stadt unterwegs und auf Landstraßen, tempolimitierten Autobahnen hier in Frankreich mit 8,3 Litern zu hoch, wie ich finde. Außerdem müsste man dann mal ausprobieren, was bedeuten 7 Leute und Gepäck im Auto oder gar ein Anhänger. Dann kommt natürlich der Motor schon an seine Grenzen. Aber der 1,3 Liter Vierzylinder, wie es ihn auch im Dacia Duster gibt, der ist hier wohl nicht vorgesehen. Ja, das war mein erster Eindruck zum Dacia Jogger TCE 110. Wie sich das Autogas-Modell so fährt und ob es sich anders fährt, das probiere ich jetzt auch mal ein bisschen aus. Aber wenn ihr dazu das Video sehen wollt, dann schaut mal bei Ubi Tested vorbei. Matthias von Ubi Tested ist auch hier und filmt. Dankenswerterweise vielen Dank dafür und danke an euch fürs Zusehen sowie für das Lesen des Artikels bei autonotizen.de mit allen Infos zum Dacia Jogger. Bis zum nächsten Mal. Ciao.